Selbstverständlich bleibt den Mangellochwesen keine andere Wahl, als ihren unvermeidlichen Entsetzensabgrund verwerfend vergessen zu machen und damit das System unbewusst zu erzeugen. Ein Wesen, das von diesem unstillbaren Loch und seinem unvermeidlichen Verschlingungsende wenigstens irgendwann einmal gewusst haben musste, kann das nur so invertieren, indem er sich sagt, was soll's, dann lassen wir es bis zu diesem Ereignishorizont wenigstens so freudig und gut gehen, wie es nur gerade geht. Und lassen es ein wenig krachen im Karton. Ihre Partikellogik ist eine geschlossene, eine immanenzaugenblickliche Bundvielfältigkeit aller Einzelpartikel in ihrer je Abgeschlossenheit, Unveränderlichkeit, Unbelehrbarkeit und Untangierbarkeit im Tanzreigen mit allen anderen ebenfalls Vielfältigkeitseinzelpartikeln. Klammer Bewegung, Leben nach Demokrit nur möglich, wenn das eine nicht eines ist, sondern aus vielen verschiebbaren autochthonen Partikeln besteht mit fast endlosen, unauffüllbaren Leerräumen dazwischen. Haben Sie schon mal bemerkt, dass die Menschen immer die Philosophen und Psychologen ihrer selbst sind, dass sie nie etwas dazulernen, dass sie immer nur das hören wollen, was sie sowieso schon wissen und dass sie nur dann etwas verändern und lernen, wenn sie selber drauf kommen konnten. Sie zementieren nur ihren Krankheitszustand. Fortsetzung im Text. Sie erblicken die Ewigkeitsfortsetzungs-, Unsterblichkeits-, Unausrottungs-, Unzerstörbarkeit darin, dass die Partikelreihen Tanzbewegungskette nicht ausgelöscht werden kann in seiner Gesamtheit, sondern nur einzelne Kettenglieder ein wenig hierhin und dahin verrückt oder ausgeworfen werden, wie etwa ein unermesslich ausgedehnter Ozean, der nur ein wenig an seinen Felsgestaden herumschäumt und ein paar Umwandlungsprozesse in den Schubladen vornimmt. Das Meer bewegt sich praktisch nie, es verschiebt die Wellenenergie immer nur zwischen den liquiden Teilchen, die nebeneinander liegen, ein bisschen nach rechts oder nach links. Aber die Badewanne insgesamt bleibt mehr oder weniger unbewegt, beziehungsweise sind die Strömungen in der Tiefe so langsam, dass man da kaum von Bewegtheiten reden kann. Das Argument der todesphantasmatischen Kontrapoden.